Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und ja, genau, liebe Leute. Wir waren beim letzten Mal hier in unserer Hauptstadt schön unterwegs. Und wollten hier weiterbauen, glaube ich. Ja? Und wir brauchen tatsächlich wieder Jobs. Ich würde sagen, wir machen das einfach mal weiter. Jetzt mal direkt wieder reinspringen hier. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir das einfach mal. So. In dieser letzten Folge tatsächlich vor meinem großen Urlaub. Ja, es ist soweit. Nächste Woche fahren wir in Urlaub. Quasi nach der Weihnachtswoche. Und, ja, was heißt nach der Weihnachtswoche? Direkt nach Weihnachten. Quasi. Und, ja, dann kommen für eine gewisse Zeit keine Projekte mehr von mir. Aber das alles kommt dann tatsächlich später. Das wollen wir nicht haben hier. Und die Kosten sind gerade am explodieren bei uns. Genau, und dann genießen wir das heute einfach nochmal. SimCity 4, wie es jetzt hier sehr schnell weitergehen wird, tatsächlich. Unsere Hauptstadt. Na, also das kann ich euch jetzt schon sagen, dass das jetzt extrem schnell gehen wird. So, sagen wir es mal so. Genau, hier haben wir ja zum Glück den Bereich hinmachen. So, perfekt. So, Freunde. Weil. Oh, und ich sehe gerade hier. Verdammt. Weil alle Voraussetzungen da sind, meine ich. Ich sehe gerade hier, verdammt. Das Kreuz. Shit. Oh, okay, das ist. Da habe ich nicht aufgepasst beim letzten Mal. Das passiert mir eigentlich selten, dass man hier so. Aber das passt schon. Ich glaube, wir können hier einfach die Straßen abreißen und machen dann hier halt das schöne Kreuz hin. Jawohl. Ah, guck mal, da ist doch schon direkt wieder ein neues Gebäude gekommen. Passt schon, würde ich sagen. So. Wartet mal. Nein, nein. Dann warte ich hier immer so. Einmal so. Einmal so. Jawohl. Okay. Aber das Problem ist erstmal erledigt. Was ist das denn? Was ist das denn? Da war der. Da sind. Hier laufen Tiere rum. Ach, wie geil. Bären. Rehe. Ja, geil. Okay, das ist interessant, Leute. Das ist cool. Muss man sagen. Das ist echt cool. Hat was. So, dann hier haben wir vorne Bushaltestelle, U-Bahn-Station. Auch hier vorne hin. Und dann machen wir direkt weiter, würde ich sagen. Ohne große Umschweife, weil, wie gesagt, es ist tatsächlich meine letzte Folge vor Urlaub. Ja, den Urlaub, den wir schon vor 3 Jahren machen wollten, aber genau dann kam Corona dazwischen. Eieieiei, aber mehr dazu in einem Infovideo von mir, was dann bald kommen wird. So. Alles klar, ich glaube. Ich meine, ich habe auch in der Zwischenzeit schon mal geguckt nach diesen Geschenkgebäuden. Aber irgendwie habe ich die da nicht gefunden. Ich weiß nicht. Also die Cerulean Towers oder sowas, die habe ich alle ja nicht gefunden. Das ist ein bisschen merkwürdig. Aber nun gut, ist halt, ja. Ja, muss ich mir nochmal angucken, dann irgendwann, wenn es dann wieder. Wenn wir dann wieder da sind. Ja. So, wir machen hier mal. Plazas rein. Ja, wobei man kann. Ja, nee, okay. Man kann mittlere Plazas hier reinmachen, ja. Zack, 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 zack. Und dann hier unten Bushaltestelle U-Bahn. Und den Rest dann auch anbinden. U-Bahn-Station, bitte. Ah, was freue ich mich wieder, SimCity 4 ist fies mit euch spielen zu können. Nach wieder dieser. Psychomäßigen Aufnahmesicht von Silent Hill 2, das war schon echt. Silent Hill 2 ist richtig krass, ja. Da freue ich mich wieder, dass wir hier schön entspannt SimCity 4 spielen können. Auch wenn ich sehe, dass wir finanziell gerade Probleme haben. Aber ich denke mal, wir schrauben einfach die Bildung nochmal minimal runter. So.
Dann erledigt sich das schon von selbst. So, Freunde. Ja, ja, dann geht's mal weiter. Ich freue mich, dass ihr mir wieder eingeschaltet habt hier bei Folge Nummer 78. Kann das sein? 78, Folge 78. Ein Projekt, was sich nach wie vor höchster Beliebtheit ausgesetzt sieht. Was ich sehr, sehr cool finde, tatsächlich. Und er hat es auch verdient, weil SimCity 4 ist wirklich ein Meisterwerk. Ein Meisterwerk, das seinesgleichen sucht, ganz ehrlich. So, was haben wir hier? Hier haben wir wieder so einen freien Platz. Das brauchen wir nicht. Dann packen wir da einfach Bäume hin. So. Oh, Wasser. Wir brauchen Wasser, melden die. Okay, dann gucken wir mal in den Nachbarschaftshandel. Wasser kaufen. Okay, geht nicht. Das heißt, wartet langsam. Ich sehe hier einen Bandagenfluss. Ja. Ah, okay. Das heißt, das können wir einfach regeln, indem wir hier unten einfach ein Krankenhaus hinsetzen. So. Solltet eigentlich gleich aufhören. Hier vier. Jo, aber wir machen erstmal Wasserversorgung. So, Freunde. Ja, wohl. Das heißt, wir gehen wieder in unsere Supportstadt. Hier oben. Nicht in die Industrie, sondern in die Supportstadt. Und bauen hier noch ein paar Wasserpumpen auf. So. Zack. 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 Jawohl. So muss das aussehen, Freunde. Und da können wir hier auch Nachbarschaftshandel, Wasser, Sebiton. Einer mehr. So. Sehr gut. Dann wieder reinspringen. Und weiter geht's. Ja, das ist ziemlich krass. Wie das jetzt hier vorangeht. Sagen wir es mal so. So. Ganz genau. So, und ihr, was ist mit euch hier los? Warum seid ihr alle braun? Keine Ahnung, ehrlich zu sein. Aber das Krankenhaus hat mich beruhigt. Ach, wieder so ein geiler Soundtrack. So, was habe ich denn hier oben eben gesehen? Ach so, okay. Ah, die Gebäude sind teilweise verlassen, sehen die aus. Ah, ist jetzt die Frage, wartet mal. Hier müssen wir vielleicht eine Straße durchmachen. Auch mal eine Allee. Weil hier unten die Leute, die kommen nicht hier hoch. Deswegen, das ist blöd. Das einfach so machen wollen. Ja, passt. Ja, wunderbar. Das passt doch sehr schön. Ja, alles klar, Mensch. Dann können wir hier weitermachen. Schön alles miteinander verbinden. Dann können wir hier nämlich wieder ein großes nächstes Gewerbegebiet aufmachen. Jawohl. Weil ihr seht, wir brauchen nach wie vor Jobs, ne? So, dann machen wir das einmal hier. Ja, wie machen wir das? Das einmal so. Und dann haben wir hier 2, 3, 4, 5. Oder wir machen 4x4 und 3x3, genau. So. Ja, und dann sollte das passen, Freunde. Einmal so und hier unten dann einfach 4x4. Und der Rest ist dann, sind dann Parks. Würde ich mal vorschlagen. Weil die stehen ja drauf, ihr seht das ja. Die stehen ja echt auf ihre Parks hier. So, dann 2 Stationen für euch. Wunderbar. Warum haben sie das Kreuz wieder hier abgerissen, Mensch? Es ist ja wohl nicht wahr. So. Aber kriegen wir wieder hin. So, sehr schön. Das heißt, hier haben wir wieder neue Jobs für euch. Ja. Ihr könnt dann wieder euch hier aufbauen. Ah, sehr geil. Ich liebe diese Gebäude, die da kommen. Weil die bieten einfach extrem viele Jobs.
4000 Jobs. Mittlere Jobs, ja. Und, boah, das Wachstum, Freunde. Dieses Wachstum ist heftig. Ja, und ihr seht das, ne? Die kommen von da, okay. Oh, das sieht schick aus hier, guck mal. Das Gebäude sieht schick aus. Okay. Kommt ihr her? Auch von hier, ne? Ja, genau. Also wir brauchen tatsächlich einfach nur Jobs. Jobs, Jobs, Jobs gerade. Und die Bildung muss wieder ein bisschen nach unten. Es tut mir leid. Aber... wir müssen halt finanziell jetzt mal aufpassen. So. Alles klar. Was wir bauen auch dieses Kreuz hier wieder auf, warum auch immer das wieder abgerissen wurde. Keine Ahnung. Und gucken wir mal gerade, ob die hier unten Polizei- und Feuerwehrschutz haben. Haben sie nämlich nicht. Schaut euch das an. Okay. Machen wir das Zeug mal hier so hin, würde ich sagen. Feuerschutz auch. Ich kann mir vorstellen, dass er deswegen hier auch nicht noch höher bauen, wa? Kann das sein? Ja, sieht so aus. Okay, dann würde ich mal vorschlagen, wir machen weiter. Wir machen einfach weiter, Freunde. Weil, ja, das ist jetzt so das Gebot der Stunde. Einfach weitermachen. So. Weil wir haben jetzt gerade die Voraussetzungen und dann muss man das auch nutzen, nicht wahr? So. Ah, ne, da oben sind schon Stationen. Okay. Wir machen das anders. Wir machen dann hier oben. Naja, das muss passen. Das muss passen. Wenn man dann hier oben die U-Bahn hinmacht. Das wird reichen, denke ich. Ja, guckt euch das an. Geiles U-Bahn-Netz hier. Das ist richtig krass. So, dann machen wir hier mal eine 5er. Hier unten auch 5, oh ja. Und dann in die Mitte. Max. Ganz genau so. Da habe ich auch euren Trick noch nach wie vor beherzigt. Euren Tipp mit den Parks in der Mitte. Wow. Mittlere Dienstleistungen. Sehr gut. Ah, perfekt. Das läuft. Läuft gut, läuft gut. Läuft einfach sehr gut. So, Freunde. Und wo kommt ihr her? Ah, ihr braucht hier unten eine Anbindung, ne? Ja. Okay. Ui, und guckt mal hier, wir haben hier sogar schon die nächste Monorail am Start. Alles klar. So. Hier oben müsste man eigentlich auch mal weitermachen, ne? Was? Wow! Schau dich das an! Wir sind fast voll! Wie jetzt? Wow! Au! Okay. Okay, das ist krass. Das ist jetzt gerade echt krass, dass wir schon so weit fortgeschritten sind. Meine Güte. Okay. Das ist unerwartet. Das kommt jetzt echt unerwartet, aber ey. So. Das geht echt schnell. Also wenn man mal die Voraussetzungen hat, geht SimCity 4 echt flott, muss man sagen. So, aber wir machen dann den... Ja... wir machen den hier. So, genau. Bauen hier einfach nochmal weiter Gewerbegebiete voll. Ich meine, Polizeischutz habt ihr noch. Feuerwehr denke ich mal auch, ja. Das heißt, wir können hier eine Station hinmachen. Ein paar Stationen hinmachen. So. Ja, und da bauen sie auch schon wieder auf, ne? Finde ich gut. Hier vorne auch eine. Da machen wir hier die Bitte. Bushaltestelle U-Bahn. Und hier vorne. So. Bushaltestelle U-Bahn-Station. So. Weitere Arbeitsplätze hier für die Hauptstadt.
Wir machen einen rasanten Fortschritt. Das finde ich wirklich geil. 5x5 einfach so, zack. Einfach so viele Jobs wie möglich. So. Ja, wobei hier kann man ein paar Parks hier machen. Das ist gar keine schlechte Idee. Ach, das ist so entspannt, Freunde. Es ist einfach so entspannt. Wow, guckt euch das an. Guckt euch das an. Dieser Jobnachfrage. Einfach nur herrlich. Na, müssen wir da wieder Parks hinmachen? Ich denke schon, ja. Genau. So. Ich dachte schon, da streikt wieder irgendwer. Aber tatsächlich, ausnahmsweise bald nicht. Okay. Ja. Wie machen wir jetzt das hier mit der Einbahnstraße? Ich glaube, wir machen das so. Und dann... Ah, nein. Stopp. Wir machen das einmal so, okay. Aber wir machen das so. Und dass die dann in der Mitte einmal... Oder hier. Nee, dass sie dann in der Mitte einmal so können. Genau. Ja, dann ist das eigentlich perfekt angebunden hier, ne? Und das einmal so. Und dann haben wir es perfekt angebunden am Netz, das neue Gewerbegebiet hier. So. Ah, das macht so Spaß. Ich glaub's nicht. Wir sind aber immer noch bei 2,4 Millionen Einwohnern, ne? Ja, ich denke mal, wir machen als nächstes hier an dieser Seite nochmal Einwohner hin. So. Zack, da kommen sie direkt. Da kommen sie wirklich direkt. Oh! Wir haben ein Feuer. Warum? Ja gut, dann... Mach einfach eine Feuerwache hier hin. Ich meine, was soll's? Da ist sowieso freies Gebiet. Freie Gewerbefläche. Wie kommt das denn? Warum ist hier eine freie Gewerbefläche? Ah, okay. Das war die Stelle, wo wir keine Feuerwache hatten. Deswegen war das frei. Ja, okay. Wir gucken mal auf den Zensus. Wo ist der Zensus? Da ist der Zensus. Haben mehr Jobs als Einwohner. Das ist sehr gut. Und wir können dann tatsächlich hier unten direkt weitermachen. Keine Zeit verschwinden. Das macht Spaß. So, weitere Bushaltestelle bitte. Wunderbar hier. Das ist echt entspannt gerade. So gut. Ich meine, das haben wir uns auch verdient. Oh wow, ja. Das haben wir uns auch verdient, dass das jetzt so entspannt ist, weil ich so lange tatsächlich versucht, hier eine vernünftige Nachfrage hinzukriegen und das hat nie geklappt. Oh, Wachstum, oh mein Gott. Wachstum. Richtig krass, ja. So. Dann haben wir hier eigentlich auch schon voll, ne? Dann können wir hier die Straße nach rechts machen. An den Kartenrand. Ja. Das ist echt. Wow. Okay. Dann schauen wir mal, dass wir hier nochmal eine Station hinmachen. So. Hier unten auch nochmal eine. Für die Leute, die die Öffis hier nutzen. Genau, und dann können wir hier dementsprechend schon weitermachen. Jawohl. Machen wir hier weiter und hier unten. Ja, zack, zack. Ah, ist direkt miteinander verbunden, ey, sehr gut. Aber ich glaube, wir machen mal, genau,
Mach noch einmal so einen Weg hier. Dann nochmal so einen Weg, dann nochmal so einen Weg und dann nochmal so einen Weg. Dann ist das schon richtig krass verbunden. So. 4x4. 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 Die Nachfrage ist ja halt unbegrenzt, ne, weil wir diesen Mod benutzt haben beim letzten Mal. Also weil wir ihn aktuell noch nutzen. Und ja, wir gucken mal, wenn wir ein Bäume-Trickchen hier machen. Komm schon. Na, komm schon. Jawohl. Wachstum. Ihr habt aber Polizei und so noch, ne? Ja, habt ihr. Feuerschutz habt ihr, ja. Ist okay, ist okay. Gut, wunderbar. Das heißt, wir können die Bildung wieder ein bisschen hoch machen. Aber genauso. Und, wie sieht's überhaupt aus? Verkehr, wir gucken mal. Hier hinten ist relativ tote Hose, muss man tatsächlich sagen, ne? Nur hier ist halt einiges los. Wartet mal, können wir hier vielleicht... Können wir hier... Was ist denn hier? Wartet mal. Ach so, nee, aha. Ach doch, wartet mal. Hier sind doch nur so kleine Dinger. Da können wir tatsächlich dann noch eine Bushaltestelle und eine U-Bahn-Station hinmachen. Ja, das ist doch gar nicht mal so verkehrt hier. Okay. Ah, guck mal, da kommen schon wieder neue Gebäude raus. Wie geil. Wie cool ist das einfach. So, dann können wir hier miteinander verbinden natürlich, ne, ganz klar. Um die Verkehrssituation hier ein bisschen zu entlasten. So. Ja. Und dann sollte sich das eigentlich Verkehr ein bisschen bessern. Ja, ein bisschen bessern tatsächlich. So, dann würde ich sagen, speichern wir das mal. Weil bevor mir das Spiel abschmiert und der ganze Fortschritt wieder weg ist. So, was haben wir hier speichert? Wow, jetzt kommen sie aber richtig hier. Oha. Okay. Ja, ich nehme das gerne, sowas. So, wo haben wir noch Verkehrsknotenpunkte? Also den haben wir jetzt entschärft hier. Ja, hier oben, da. Hier ist ein bisschen sehr viel rot. Haben wir hier vielleicht noch irgendwo eine offene Fläche, die jetzt gerade nicht so wirklich genutzt wird? Nee, eigentlich nicht, aber wir können... Mir fällt gerade nochmal was ganz anderes ein. Wir können nochmal den Bäumetrick auf der ganzen Stadt machen. Einfach so, weil wir es können. einfach um die Bevölkerung nochmal anzuziehen hier. So. Bevölkerung und vor allem Jobwachstum. Wow, wow, guckt euch das an, wie weit wir sind. Es ist nur das kleine Stück hier. Wow. Ich bin begeistert, Freunde. Ich bin richtig begeistert. So. Baba, pff, genau. Dann neigt sich SimCity 4 tatsächlich Richtung Februar nach meinem Urlaub dem Ende entgegen. Richtig krass, ja. Richtig krass. Hätte ich nie mit gerechnet, dass das jetzt am Ende so schnell geht. Boah, schaut euch das an, dieses Wachstum. Richtig krass, ja. So, mal gucken, ob die Finanzen jetzt stabil bleiben. Sieht aber so aus. Ja, ja, sieht so aus, ne? Das sieht gut aus. Das sieht echt gut aus, muss man sagen. So, dann hier noch? Ja, danke. So, dann mach... Was ist hier mit euch eigentlich los? Ihr wollt mehr Parks, oder was ist los? Oder was ist hier mit euch? Warum seid ihr braun? Verschmutzung gering, Müll gering, Kriminalität gering, Verkehrsgeräusch, Pendelverkehr lang.
Ja. Ich glaube, dass wir hier einfach Parks reinmachen müssen irgendwo. Ah, wartet mal, ich habe eine Idee. Wir machen einfach ein paar große Plazas hier hin. So. Oh ja, genau. Genau so. Okay. Haben wir jetzt auch wieder eine stabile Einwohnernachfrage durch. Große Plazas einfach hier rein. So. So, zack. Ja, da kommen sie. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Und ja, dann, wo kommt ihr her? Die Arbeiter? Von da. Okay. Interessant. Okay, aber seht ihr da? Da funktioniert die Gebäude wieder. Wir haben wieder eine stabile Einwohnernachfrage. Das heißt, nächstes Einwohnergebiet. Ha, das macht so. Das ist gut. Zack, zack. Ich würde sagen, wir machen hier alles voll. Als letzte Aktion jetzt in dieser Folge noch. Machen das Kreuz hier noch fertig. So. Dann seid ihr auch schön verbunden. Habt ihr eure Station, eure eigene. Und dann kann es losgehen mit dem Bauen. So, zack und zack. Ja. Ah nein, verdammt. Auf was macht ihr denn? Macht doch nicht sowas. Die ist doch gar nicht an der Straße angebunden. Macht doch nicht sowas, Mensch. Moment. Schiffsverkehr. Genau, ein Hafen muss hier nämlich noch hin. Da vorne passt perfekt Bus und U-Bahn rein. Ganz genau. Verbinden. Aber rüber kann man leider nicht. Nee. Leider nein. Das ist ja schade. Aber wir machen mal hier einen internationalen Hafen kurz hin, um das Gelände zu ebnen. Wenn das geht. Wie, das geht nicht? Warum geht das nicht? Ah, doch, ich wollte schon sagen. Ich wollte schon sagen. Und dann hier. Ja, perfekt. Richtig perfekt ist das, Freunde. So. Sehr, sehr cool. Auf jeden Fall. Ja, wunderbar. Dann ist der miteinander verbunden. Dann hätte ich gerne hier auf dieser Seite noch. Ja, das wollte ich sowieso machen. Stimmt, da war was. Da war was. Der Strand muss leider weichen. Es tut mir leid. Hier muss tatsächlich ein Hafen hin, Freunde. Ja, so, genau. Gelände ist geebnet. Ein kleiner. Ja! Oh, ist das gut, Freunde. Ist das gut. Ach, guck mal, da klingelt meine Uhr. Aber das haben wir noch so gerade hingekriegt hier. Richtig gut, Freunde. Oh. Haben wir richtig viel geschafft hier. Da passt sogar noch eine Pla. Oh, ist das perfekt. Da passt sogar noch eine Plaza rein. Ja, wunderbar, Mensch. Ah, oh, ist das geil. Ist das gut, Freunde? Ich freue mich. Ich freue mich so. Das ist genial. Was ist das überhaupt hier? Ist die Plaza Azteca. Ach! Okay, ja, geil. Ja, alles klar. Wird nicht genutzt? Warum wird das nicht genutzt? Hä? Der hier wird genutzt, okay. Ja, alles klar.
Wunderbar, liebe Freunde. Ja, dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und dann lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt mir gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.